Werte Karte, was ist das, was dort unten auf mich wartet? Eine Kokarde, das sagt mir genau gar nichts. Ich schätze, dann muss ich mir die mal ansehen. Muss ich wieder jemanden umbringen? Das ist auf Friedhöfen immer so der Fall. Nanny. Lass mich kurz meine Kiste ernten. Naja, richtig, Schloss knacken. Vielleicht lebst du etwas länger, wenn du dich verpisst? Du kannst mich nicht ignorieren. Hat er zufällig einen Schlüssel dabei, den ich brauche? Nein. Kirschbomben, warum nicht? Hast du einen Schlüssel dabei, den ich brauche? Halstuch. Seife. Sieht aus, als würde ich mich waschen wollen. Medizin, ja, das ist auch dringend nötig, weil die hast du mir gerade geraubt. Okay, das Ding da könnte sowas sein. Geh mal ein bisschen höher, Arnie. Es muss das Ding an der Wand sein. Ich wüsste nicht, was sonst. Lass mal los, Arnie. Können wir damit irgendwie interagieren? Nicht so richtig. Vielleicht ist es aber auch eher das Fenster hier. Das sind wahrscheinlich Sachen, die uns erst noch erklärt werden müssen. Irgendwo muss ich ja die komische Münze benutzen können. Egal! Ich muss jetzt widerstehen, nicht einfach wieder in den Untergrund zu gehen. Wo geht's eigentlich in den Untergrund? Ah, sehr schön, da komme ich gerade sowieso nicht hin. Wie lautet die Losung? Tod? Da geht's in die Katakomben. Kühle Köpfe bewahren. Okay, wen muss ich von euch ansprechen? Ah, das sieht gut aus. Lass mich nur kurz warten, bis dieses komische Zeug verflogen ist. Hallo? Na. Was haben wir denn? Akzeptieren und nachverfolgen? Ja, berühmte abgeschlagene Köpfe für Madame Tussauds. Madame, hallo! das ist... Ja? Ja? Ich bin Madame Tussaud. Ich fertige Wachsfiguren und Totenmasken. Ich versprach der Versammlung, Masken von berühmten Opfern der Guillotine anzufertigen. Es ist grausam. Doch nur so konnte ich aus dem Gefängnis freikommen. Und nun hat jemand die Köpfe gestohlen, die man mir gab. Könnt ihr sie bitte wiederfinden? Oh, aber klar doch, klar doch, klar doch. Die helfe ich gerne. Was vibriert denn hier gerade so? Drei Köpfe finden. Erstmal mit den Angestellten sprechen. Hallo, und wer sind Sie? Eine Freundin hat etwas Wichtiges herausgefunden. Sie schickte mir diesen Brief. Ich habe einen Brief erhalten. Okay, wo ist der Rest von euch? Halunken, gebt mir die Köpfe. Das sieht ein bisschen aus wie Albert, aber der ist, glaube ich, noch gar nicht geboren. Die kommt mir auch bekannt vor, da in der Ecke. Da ist es ja, Madame Tussaud, und ich habe nur gerade ihr Gesicht vergessen. Sind das jetzt die Wachsköpfe oder sind es die echten Köpfe? Müssen die Wachsköpfe sein, oder? Ja, sind die Wachsköpfe. Hallo? Hallo? Gerüchten zufolge wollte ein Soldat, der Sir Chapelle bewachte, den Kopf von Olympe de Gouges. Er war ein stiller Verehrer von ihr.
Und dann nimmt man ihren Kopf? Wäre da nicht einfach ein Präparat besser? Weil verschimmelt nicht? Naja gut, vielleicht will er irgendwas mit ihrem Schädel anstellen. Will ich das wissen? Nein. Der Richter vom Palais de Justice, der Jacques Hébert verurteilt hat, wollte anscheinend seinen Kopf als Trophäe. Okay. Drei Hinweise. Na dann hinterher. Der Madame muss ich helfen. Die hat mir zum einzigen Bild mit mir und Daisy Ridley verholfen. Naja. Ist gelogen, ist nicht nur ein Bild. Es gibt eine Vielzahl an Bildern. Wer die mal sehen will, muss einfach mal im Livestream auf Twitch mich anschreiben. Dann zeige ich die vielleicht. Rondogosch, Rondogosch. Du Idiot. Vielleicht doch gar nicht so idiotisch. Ich meine, wir sind gerade ein bisschen im Arsch. Aber immerhin hat uns die Wache nicht entdeckt, weil wir direkt... Oh Gott, welcher davon ist denn jetzt der richtige Kopf? Was? Oh, jetzt schießt man schon wieder auf mich. Ich will nicht, dass man auf mich schießt. Danke. Vielleicht sollte ich mich lautlos bewegen. Ich habe einen Knopf dafür. Sobald das Spiel so gnädig ist, dies zu laden. Wie bin ich denn jetzt schon wieder? Palais de Justice? Ist das dein Ernst? Soll hier rüber krabbeln nochmal? Das Wetter ist ein ganz anderes. Eben war ein bisschen bedrückter. Was auch cool wäre, wenn ich nachts irgendwie weniger sichtbar bin. Aber ich glaube, das hat das Spiel nicht berücksichtigt. Okay, diesmal wird es nicht doppelt schief gehen. Wir sind also einfach alle Köpfe beschaffen. Einfach abstechen könnte, ne? Falscher Sack. Das ist bestimmt der ungünstigste aller Säcke. Ich hoffe einfach mal immer noch, dass es der, den ich am Anfang hatte. Ah, du musst mal anders in Deckung gehen, Junge. Das ist so irgendwie doof. Okay. Kann ich hier nicht getroffen... Nein, 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 nein
Es gibt keine. Findet ihr das nicht ein bisschen frech, Kumpels? Ja. Nein, nimm deine verdammte Knarre runter, Alter. Haltet ihn! Hier! Oh. Ich würde ja gerne schleichen, aber ihr seht mich die ganze Zeit. Ich kann nicht schleichen, wenn ihr mich seht. War's das? Oder ist hier noch jemand? Als wenn die mich sehen würden. Also ich war gerade bei der Kopfbeschaffung. Falscher Sack. Immerhin Federkiel. Oh, du hast hier übrigens die ganzen Toten zu verantworten. Lebe damit. Munition für was auch immer. Medizin, ganz gut, weil die brauche ich dringend. Viel dringender als wahrscheinlich gedacht. Oh, ein Löffel, damit kann ich haufenweise Leute umlegen. So, lass mich doch mal raten. Ist es dieser böse Kopf hier, genau der am Podium? Ich denke mal, es ist der, weil es einfach am ekelhaftesten ist, da ranzukommen. Hm, natürlich ist er das. Gut, hoffentlich ist das nächste nicht so eine öffentliche Hinrichtung, sondern etwas mehr im Gemütlichen. Dass ich bei jemandem einbrechen muss, um den Kopf einer Frau zu klauen. Viel ruhiger. Ich hätte damit gerechnet, dass er sich abrollt. Offenbar haben die Spiele vergessen, wie abrollen geht. Palais de Justice. Ja, yeah, whatever. Also die Typen gehen mir langsam ein bisschen auf den Wecker. Ah ja, okay, hier geht's mit der Hauptstory weiter. Deswegen werde ich hier andauernd abgesetzt. Verstehe. Wo soll ich hier bitte die Köpfe finden? Ist das richtig da hinten im Garten? Weg hier reingeben. So, lass los. Das ist ein guter Anfang. Jetzt mal in Ruhe umsehen. Also, wer von euch ist ein Knopffetischist? Hey, ist der. Das kann doch nicht angehen, ey. Ich habe nie gesehen. Aha! Da! Viel!
Kamm, Wolle, 5 Franc, Medizin. Aber welcher Kopf war das? Ja, irgendwann werde ich diese orangen Pappnasen am Rand einfach mal alle... Egal. Ich wollte dir doch nur einen Kopf klauen. Das fällt doch nicht auf. Sonst noch jemand ein Problem damit? Fall um. Gut, das ging jetzt überhaupt nicht ohne Mord vonstatten. Überhaupt nicht so, wie ich wollte. Ich bin voll der Staff-Loser. Ich habe beide Köpfe bei unserem Freund gekauft. Sie werden in Kisten in der Conciergerie aufbewahrt. Ist das aber Conciergerie? Conciergerie, das ist das Wort. Ich habe den einzigen Schlüssel, der beide öffnet. Mr. Lemaître. Okay. Beide. Am Ende bringe ich ihn um festzustellen, dass Madame Tussaud ihn angestellt hat, um ihr die Dinger zu besorgen. Hier ist Sperrgebiet, echt? Okay. Dadurch, dass man jetzt in Gebäude reingehen kann, habe ich aber permanent die paranoide Vorstellung, dass ich in Gebäude rein muss und nicht nur am Gebäude dran irgendwas finde. Okay, ich muss mir unbedingt mal angewöhnen, den Kreis öfter zu benutzen. Okay, hier gibt es viele Sachen, Artefakt und so weiter. Huh. Okay, wie komme ich da am besten rein? Das ist ein Anfang. Wir rutschen mal lieber nicht, weil dann wären wir wieder draußen. Okay. Also was gehört alles uns? Auf jeden Fall gehört der Schild uns. Die Köpfe sind natürlich im Erdgeschoss. Wo auch sonst. Will ihn niederschlagen und nicht interagieren. Das ist einfach unmöglich. Wer macht denn sowas? Von Jacques Bisiapiro. Unter anderem enthält die Liste Kiste aus dem Sitz von M. Lemaître, Abgeordneter von Paris, Kiste aus dem Sitz von Hauptmann Lenotre. Okay. Jetzt plündere ihn doch bitte. Do it!
Danke für den Federkiel. Ich nehme den Kopf hier auch noch mit, ja? Gut. Das war der Kopf von Olympe de Gouges. Kann ich mir den mal ansehen? Ich will mal wissen, warum der so fanatisch ist, dass er ihren Kopf haben will. Davon gibt es doch bestimmt Bilder im Internet, oder? Von den angeblichen Totenmasken. Die werden doch irgendwo erhalten geblieben sein, wie alles andere auch. Schriftstellerin war das. Ja, okay, der Kopf sieht jetzt aber nicht so sammelbar aus, wenn ich jetzt von den Gemälden ausgehe. Wenn er meint. Ah. So sehen die Dinger also aus. Hä? Oh Gott, das sind die Federn. Okay, sind die Federn, Ladies and Gentlemen. Die Federn sehen jetzt aus wie kleine, komische französische Pins. Sie hatten einen Namen, aber den habe ich schon wieder verdrängt. Alter. Rauf auf das Ding oder runter von dem Ding. Tu irgendwas, aber mach nicht das, was du gerade tust. So, Arnie, jetzt schlittern wir mal ein bisschen vom Dach. Geht nicht, weil hier ist natürlich ein Fenster. Hier runterspringen wäre wieder dämlich, also suchen wir uns einen anderen Weg. Sind wir eigentlich in einem Gebiet, wo wir eine Karte haben? Nicht direkt. Was heißt, ich gehe noch nicht. Wo ist denn hier das hohe Ross, auf das wir rauf müssen? Hätte ich mir denken können. Die unten haben aber schnell nachgeladen. Ja, da oben ist der Vogel. Also muss ich da hin. Sehr schön. Wir haben was. So, die Kiste, da bin ich mir auch relativ sicher, dass die hier oben auf dem Dach ist. Naja, was heißt hier oben auf dem Dach? Eher so da unten auf dem Dach. Da so zum Beispiel. Hopp. Hopp. Komm schon. Jawohl. Und los geht er. Vielleicht sollte ich das alles im Stream machen. Das wäre eine geile Idee. Diesen ganzen Quatsch, den ich ewig und 3 Jahre einfach nur suchen und freischalten und erkunden muss, alles hier im Stream. Das wäre doch was. So, noch höher, Arnie. Noch ein bisschen. Kommst du höher? Ja, so ist besser. Synchronize. Ich sehe gerade nur, das hilft mir leider nicht so, wie es sollte. Weil der Heuhaufen ist nicht unten, sondern nur am Fuß des Daches. Was heißt, ich komme nicht wirklich von dem Ding runter, sondern nur in die Nähe von. Direkt ins Sperrgebiet rein. Worin auch sonst? Ja, ja, ich will ja mit der Madame sprechen. Also sie heißt Madame Tussaud und irgendwie bin ich nie auf die Idee gekommen, dass sie Französin ist, die hier rumläuft. Wahrscheinlich, weil ihre Hauptfiliale in London ist. Tutsi,
Arnaud, hallo. Was? Mich hat gerade jemand angesprochen. Kennen wir uns? Kennen wir uns? Hast nur bekommen, was du verdienst. Angriff ist schon ein Ding, das ich nicht lösen kann. Hast nur bekommen, was du verdienst. Das ist seltsam. Grüße an die Hölle. Ihr habt die Leute getötet. Ich nehme nur mit, was nicht verschwendet werden sollte. Oh, er hat ein Cape. Ich will auch ein Cape. Ist nur fürs Let's Play nicht so ratsam, weil... Naja. Dann seht ihr nur noch Stoff. Hast du gerade die Dame umgebracht, Rui? Ja, okay, dann machst du das halt. Dein Schlagverhalten war völlig falsch. Diese neue Aufgabe. So viel Gewicht verlagert man nur nach vorne. Wenn der Gegner schon die Balance verloren hat. Wie wär's mit ich war's nicht? Das ist eine gute Idee. Ich sollte vielleicht mal Rauchbomben einsetzen, um diese bekloppten Schießer wegzubringen. Mist. Ich sterbe ganz schön oft in dem Spiel. Wahrscheinlich bin ich noch zu lax unterwegs. Das wird's erklären. Ich brauche wieder eine Rüstung, die Kugeln abwehrt, weil das macht alles einfacher. So, was raten die Dame, die sich gerade für mich geopfert hat, ist jetzt natürlich despawned. Ich wollte ihr noch huldigen. Vielleicht hätte ich ihren Kopf mitnehmen sollen. Der hat ein Kreuz geklaut? Ich will auch spielen. Es gibt da ein tolles Spiel, bei dem ich dir den Kopf abreiße. Hey, ich muss zuhelfen. Oh. Spiel, wo er mir den Kopf abreißt. Aua. Ach, warst du das? Nein. Ich bin immer weg. Ist mir alles zu doof hier. Hier ist genug Aufruhr. Ich hab gerade einen Kumpel von euch umgelegt. Ich will dich nur verprügeln. Lass dich noch jemand mit mir anlegen. Oh, hallo, Mademoiselle. Haben Sie auch rote Haare? Ich muss vorsichtig sein mit Rothaarigen. Es ist jedes Mal eine Katastrophe. Aber ich kann nicht anders. Oh, jetzt hast du kalte Füße gekriegt. Komm her, ich erledige den Rest. Findet ihr das eigentlich angemessen? Offensichtlich ja. Gut gemacht, Fremder. Ein tollwütiger und weniger. Zwei. Ei. Was soll all der Lärm? Jetzt sollte ich die mal benutzen. Wie sehen die so aus? Ah ja. Silvester! Oh, das Waffenrad war auch schon mal geiler. Madame? Einen Moment.
glaube, die Tante da in dem Bild, das ist diese Olymp. Die unten. Sie sieht zumindest so ähnlich aus. Was ist denn das da oben? Das ist ein bisschen creepy, das Bild in der Mitte. Sieht aus, als würde mich Nosferatu durch einen Spiegel anstarren. Lassen wir das. Ihr habt sie. Nun kann ich die Totenmasken machen. Oh, in was für einer Welt wir leben. Danke, Madame. Ihr heilt mich nicht zufällig? Nein? Schade. Wie lautet die Losung? Runter mit ihrem Kopf! Nein? Dann nicht.